Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt 30.de mit dem Tagesausblick für den 3. März 2022. Bitte gegebenenfalls das Video anhalten, damit ihr den Disclaimer lesen könnt. Gut, dann fangen wir mal an mit der Ergebnistabelle. Der DAX machte heute ein tieferes Tief und landete bei 13.707. Er beendete seinen Handel am heutigen Mittwoch bei 14.000 und somit 95 Punkte oberhalb des Schlusskurses 13.904 vom Dienstag. Das Tief eben schon gesagt bei 13.707, das Hoch wurde bei 14.114 eingebucht. Der Apex des Monats März bei 14.703 und der Video-Wochenendausblick und die dort genannten Marken gelten weiterhin. Beginnen wir mal mit dem 5-Minuten-Chart. Der DAX machte heute ein tieferes Tief und landete zweimal intraday auf dem 100%-Ziel der großen Schulterkopf-Schulterformation, die wir seit Ende Januar beobachten. Vom Tief 13.707 einmal, zweimal, dreimal, viermal zog er rund 300 Punkte an zum Schlusskurs 14.000. Solange DAX jetzt oberhalb des Jahreshochs 2020 bei 13.903 bleibt, könnte ein erster Erholungsversuch beginnen. 13.903 ist zudem der Apex eines symmetrischen Dreiecks 1, 2, 3, 4, 5 und somit auch bedeutend für die Zielerreichung der bullischen Ziele dieser Formation bei 14.245 und 14.460. Fällt der DAX wieder unter den Apex 13.903, könnte und dürfte sich das Dreieck auch bärisch auflösen und hätte dann Ziele bei 13.664 und 13.338. Von großer Wichtigkeit für die Bullen ist nun die grüne Zone oberhalb des Kurses. Denn dort liegt erstens die 23.6 Erholung der Abwärtsstrecke Allzeithoch zum heutigen Tief und es liegt die große 23.6 Konsolidierungsmarke 14.394 der Strecke Corona-Tief 8.255 zum Allzeithoch. Der 2-Stunden-Chart. Der H2-Stunden-Chart zeigt die Abwärtsstrecke vom Allzeithoch zum Tief 13.707 von heute und die Fibonacci-Erholungslevel hier in schwarz. Die mittlere blaue Zone, eben schon im M5 gezeigt, wäre demnach der Lackmustest, sofern die Marktteilnehmer ein erstes kleines bullisches Signal senden wollen. Das sind die beiden 23er Fibos. Aber erst wenn der DAX über die blaue Zone 14.693, das ist die 38.2 Erholung, und die bekannte Mob-Marke 14.816 ausbricht, passiert charttechnisch etwas von Bedeutung. Denn oberhalb wären die 50% Erholung und die 61.8 Erholung möglich, was meiner Meinung nach aber entspannende Signale aus der Ukraine benötigt. Wann immer der DAX jetzt erneut unter das Jahreshoch 2020 bei 13.903 und das Pre-Covid-Allzeithoch 13.795 fällt, das ist diese Zone hier, muss mit einem Test des Tiefs und oder weiteren oder ja weiter fallenden Kursen gerechnet werden. Der Stundenchart H3. Nach dem Bruch der Nackenlinie am 21. Februar lief der DAX am 22. Februar das statistische Schulterkopf-Schulterziel 14.345 an und startete eine bullische Gegenbewegung, die aber nicht mehr über die rote SKS-Nackenlinie kam. Heute wurde mit 7 Punkten Unterschuss das 100% SKS-Ziel 13.714 angelaufen und formte somit einen Intraday-Doppelboden. Zwei Kerzen liegen auf dieser Linie. Die SKS-Figur ist damit perfekt abgearbeitet worden. Der DAX im Tageschart.
Mit dem Tief 13.707 machte DAX heute ein neues Tief und hat damit sein Allzeithoch 16.000 oder seit Allzeithoch 16.290 rund 2.580 Punkte oder 15,8% abgegeben. Wir sind, sofern sich die Nachrichtenlage nicht weiter verschlechtert, in einem Bereich, wo es durchaus zu einem technischen Erholungsversuch kommen kann. Unterhalb der roten Zone 13.795 und 13.707 könnte der DAX sich erneut auf Bodensuche begeben und zwei offene Gaps schließen. Möglich wäre dann auch der Abtrag dieser 1.474 Punkte hohen Seitwärtsrange zur Unterseite, was bei 13.342 erreicht würde. Die große 38.2 Konsolidierung Covid-Tief zum Allzeithoch bei 13.221 wäre in dem Fall in Reichweite. Echten Erholungswillen zeigt der DAX in dieser Zeiteinheit in und über der grünen Zone aus 23.6 Konsolidierung bei 14.394 und dem Hoch 14.567 vom letzten Freitag. Glaubhafte Entspannung stellt sich erst wieder oberhalb der bekannten MOB-Marke 14.816 ein. Dann schauen wir nochmal auf den Dow Jones im Tageschart. Kurzfristige Orientierungsmarken im Dow Jones sind die 38.2 Erholung, Strecke Allzeithoch zum Tief 32.272, an der der Index am 21., 22. und 25. Februar scheiterte. Er ist hier heute wieder auf dem Weg, so scheint es zumindest. Zur Unterseite ist auf das Tief 33.150 zu achten, das war das Tief vom 24. Januar, wo der Dow Jones bis auf das Tief vom 24.2. dreimal Tagestiefs formte. Nicht einmal, zweimal, dreimal. Das ist also eine wichtige Marke und eine wichtige Zone. Unterhalb 33.150 darf der Dow Jones seine 23.6 Konsolidierungsmarke anlaufen, 32.530, oder auch das Tief 32.272 testen. Oberhalb der 38.2 Erholung bei 34.060 wären 34.423, 35.221 und 35.164 mögliche Ziele. Dow Jones hat, auch wenn es nicht zur aktuellen Gemengelage passt, einen aktiven bullischen Wolfekeil im Tageschart, der von 1 bis 5 zählbar ist. 1, 2, 3, 4, 5, Ziellinie 1 durch 4. Aktuell verläuft diese Linie bei 36.336. Trauen würde ich dieser Figur aber erst oberhalb der fallenden Keiltrendlinie bei aktuell 35.221. Tja, das war es im Grunde auch schon. Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuschauen und über einen Daumen hoch freue ich mich wie immer. Bis dann und tschüss.